Digitale Bildung, deshalb Next Hype bei Media. Auf der einen Seite können Sie den Kindern und Jugendlichen sagen, wir sind offen, jeder darf zu uns kommen, alle. Was hat sich denn verändert? Das ist ein Auftrag, ja? Wenn wir jetzt die Chance haben, mit Medien Schule zu verändern, glaube ich, müssen wir aber auch an diesen Faktoren ansetzen, dass wir Schule ganz neu denken. Also die Medienkonzeptinitiative, da geht es darum, dass die Schulen die Medienarbeit aus pädagogischer, organisatorischer und technischer Sicht systematisieren, also quasi einen klassischen Schulentwicklungsprozess anstoßen und diesen in ihrem Medienkonzept dokumentieren. Die Schulen sind aufgefordert, bis Ende des Schuljahres 18/19 ein Medienkonzept zu erstellen und werden in dem Zuge von uns unterstützt. In meinem Vortrag ging es um Spiele in der Bildung, konkret um digitale Spiele. Und ich habe mir mit den Personen, die hier waren, ein paar Beispiele angeschaut für Serious Games, die man einsetzen kann. Wir haben auch ein bisschen überlegt, wie man nicht unbedingt für die Bildung konzipierte Spiele einsetzen kann und inwiefern man auch was lernt, wenn man selbst ein Spiel designt. Spiele haben großes Potenzial für die Bildung oder auch für die digitale Bildung, weil sie mir es ermöglichen, selbst aktiv zu werden, selbst was zu tun und selbst zu sehen, was sind die Resultate von dem, was ich tue. Und gleichzeitig bin ich nicht als ich selbst präsent, sondern in einer Rolle, die es mir erlaubt, auch mal ein bisschen von meinem klassischen Erfahrungshorizont wegzugehen, mich zu frei zu schwimmen im Prinzip, um Sachen auszuprobieren, die ich sonst nicht probieren würde. Ja, ich habe heute über dieses geplante Zentrum für Medienkompetenz in der Frühpädagogik gesprochen. Das ist eine von drei ganz großen Initiativen, die der Freistaat Bayern zur Beförderung der frühen Medienbildung sich aufs Panier geschrieben hat. Das Zentrum soll eine nachgeordnete Behörde des Sozialministeriums werden. Es soll seinen Sitz in Amberg haben und es wird in diesem Jahr im Juli eröffnet und dann sollen auch die ersten Stellen besetzt werden können. Was ich besonders spannend fand, war die Äußerung von einer Dame, die vorgetragen hat und gesagt hat, endlich bin ich mal beim Publikum, wo ich nicht erklären muss, warum es Digitalisierung, digitale Bildung und so weiter braucht. Ich glaube, das ist hier so das Publikum, wo man sich darüber optimistisch austauschen kann irgendwie. Sie sind diejenigen, die es schon machen. Jetzt komme ich daher und sage, wir brauchen Sie für den pädagogischen Turn. Dass wir immer noch nicht weit genug sind im schulischen Bereich und dass es wirklich noch viel gemacht werden sollte. Und auch meiner Meinung nach insbesondere die Bildung der Lehrer. In der Regel ist im Bereich der betrieblichen Bildung oder in der Berufsbildung wird vergessen, dass auch berufliches Ausbildungspersonal medienpädagogische Kompetenzen sich erarbeiten sollte, dass es nicht nur darum geht, die berufsbezogenen Medien gut nutzen zu können, sondern dass es auch darum geht, eine Didaktik zu vermitteln. Das Schöne, auch wenn man nur kurz da ist, ich bin erst gestern Abend gekommen, ist der intensive Austausch, die Diskussionen, sowohl im sagen wir mal, informellen Rahmen beim Gläschen Wein oder Bier gestern Abend, wie jetzt hier in der Diskussion, auch mit vielen verschiedenen Facetten, unterschiedlichen Perspektiven, die sich aus der Herkunft der Aktiven, der Beteiligten ergeben, sodass jeder hinterfragt wird, nachgefragt wird, interessante Gespräche entstehen, neue Ideen entstehen. Das macht Spaß. Das Gautinger Internettreffen ist für uns insofern eine wichtige Gelegenheit, digitale Bildung voranzutreiben, weil Medienbildung und
politische Bildung wachsen untrennbar zusammen. Weil es geht jetzt wirklich darum, wir haben uns lang und breit und viele Jahre wird schon gestritten um Medienpädagogik und alle haben Recht oder Unrecht, je nachdem, wie man sieht. Aber es bleibt auch ein bisschen auf der Ebene, sag ich mal so, will jetzt nicht sagen elitär, aber unter der Ebene der Medienpädagogik drin und nicht in die breite Fläche zu allen Pädagogen. Damit meine ich sowohl die Jugendarbeit als auch die Schule. Im Lauf dieser Tagung wird deutlich, dass derzeit sehr viel über digitale Bildung diskutiert wird, auch in der Politik, in den Schulen, in den Einrichtungen. Es tut sich sehr viel überall und die Frage ist eher, was die besten Konzepte und die idealen Rezepte sind.